Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video, es gibt wieder ein Giveaway. Und dieses Mal mit Gameplay im Hintergrund und nicht einfach nur rumgedödel. Das habt ihr euch letztes Mal gewünscht und es wurde sich speziell das hier gewünscht, also Demolition und nicht immer nur Arms Race. Oh, der ist schon tot, alles klar. Und darum mache ich jetzt ein bisschen Demolition. Ich weiß, eigentlich sollte... Wo ist der Sack? Hier ist irgendwo einer. Eigentlich sollte ein Matchmaking kommen, weil das letzte Matchmaking schon einige Tage her ist und ihr die auch so gerne schaut. Ich weiß, ich weiß. Heute habe ich sogar recht viel Zeit, um viel aufzunehmen. Aber das ist auch gleichzeitig mein Punkt, um eben dann doch nicht ein Matchmaking aufzunehmen. Zumindest nicht direkt, so dass es heute erscheinen kann. Denn das würde den PC heute zu lange belegen. Weil ich da ja so im Schnitt 45 Minuten aufnehme, dann 1 bis 2 Stunden schneide und dann 1,5 Stunden render. Dann ist der PC halt stundenlang nicht nutzbar, beziehungsweise... Dann mache ich eben nur diese eine Sache. Es ist meine Schuld, weil ich mein Zeitmanagement wieder nicht im Griff hatte, aber... Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch, weißt du? Also Matchmaking sollte dann morgen kommen, heute Giveaway. Die Skins, die es geben wird, sage ich jetzt hier über das Video und auch wie ihr mitmachen könnt, werde ich wieder innerhalb des Videos berichten. Kommt einer angepusht, oder? 2 Stück sogar. Also ihr seid doch Pimmelnasen. Es gibt wieder 10 Skins für euch. Und darunter ist zum Beispiel eine AWP Phobos. Endlich mal wieder eine AWP. Ich weiß, es gab schon lange keine mehr. Auch eine UMP 45 Grand Prix ist mit am Start. Das allererste, was ihr machen solltet, um mir zu zeigen, dass ihr mitmacht, ist, dass ihr mir sagt, dass ihr mitmacht. Also hier unter dem Video. Also einfach in euren normalen Kommentar, den ihr so oder so schreiben wollt, noch anfügen, dass ihr ja hier auch mitmachen wollt. So by the way. Denn es gibt Leute, ja, die wollen hier gar nicht zwingend mitmachen. Das sind zum Beispiel oder meistens die Leute, die mir eben die ganzen Skins schenken. Die wollen sie ja dann nicht zwingend wieder zurückhaben, direkt. Oh shit, shit, shit. Oh, er hat eine Deagle-Fee. Weitere Skins, die es geben wird, sind zum Beispiel die CZ75 Imprint und eine Deagle Corinthian. Oder Korinthenkacker. Jetzt habe ich die Deagle, okay. Ich glaube, ich gehe direkt wieder hoch aufs Dach und hoffe, dass ich einfach die krassesten Deagle-Shots der Welt verteilen kann. Jetzt passt mal auf. Das ist natürlich ein kleiner Kackbock. Des Weiteren gibt es eine Glock 18 Ironwork und eine MAC-10 Carnivore. Also perfekt für die Fleischfresser unter euch. Ich finde es übrigens sehr nice, dass ihr so krass mitmacht oder mitgemacht habt beim letzten Giveaway. Es haben sich auch bereits fast alle Gewinner gemeldet. Ich habe die Gewinner, so wie ich es immer mache, in einem Video genannt. Nicht in einem Extra-Video, sondern in einem ganz normalen CSGO-Video. Kleine Kackratte, was springt denn da an diesem Bagger rum? Wow, Alter, was ist hier los? Alle meine Leute waren schon tot. Alles klar, ich habe ein bisschen gepennt. Es ist wirklich nice, dass ihr so am Start seid, also so aktiv, immer schön reinguckt und auch bis zum Ende guckt und so weiter und so fort. Das macht einen natürlich so als YouTuber schon froh, ne? Boah, shit. 2 Stück. Und einer da am Wasser. Na, das ist natürlich... Oh, Mate, hallo. Nein, nein, nein. Nein, scheiße. Was für ein dreckiger Luckboy. Auch wie ihr gestern im Livestream abgegangen seid, war einfach nur... Vorzüglich. Ich erwähne es an der Stelle auch wieder für die Neuen. Es gibt jede Woche 4 Skins in meinen Livestreams. Nein, 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 nein. Nicht, 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 ihr, ich muss zugeben, ich kann Schrotflinte einfach nicht spielen, ihr seht's ja. Das ist einfach zum Kotzen. Ja, es gibt 2-mal die Woche Livestreams, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und da, wow, hau ich grundsätzlich pro Stream mindestens 2 Skins raus, manchmal auch irgendwelche Graffitis und so. Sag mal, was ist das für ein kleiner dreckiger Lackboy, dieser Türk? Naja, weitere Skins sind zum Beispiel 2 MP7 und zwar einmal eine Armor Corn, das andere mal eine Cirrus. Weißt du, Wish of the Devil, guck mal, wie er sich aufregt, hier bei so einem Spiel... Bei so einem Modus meint er All Silvers. Dieser kleine, dreckige Kackboy. Weißt du, in der Matchmaking ist er direkt am Heulen, weil er auf die Fresse bekommt. Und hier macht er einen auf den dicken Max, also wirklich. Ich glaube, es geht los. Glaubt ihr, ich bild mir irgendwas ein, wenn ich hier in den Arms Race spielen immer so krass alle zerleg? Nee, das zählt gar nicht. So, eine kleine Kacknase. So sieht es nämlich aus. Solche Spielmodi sind einfach nicht aussagekräftig für Skill. Hallo? Ich zeige euch die Skins am Schluss auch einfach nochmal kurz, damit ihr genau wisst, worum es geht. Alles klar. Wow, fick. Aha. Und bevor ich euch jetzt die letzten 2 Skins sage, sage ich euch natürlich noch, wie man mitmachen kann überhaupt. Oh Gott. Ey, die fahren aber auch echt die Gauner-Taktiken. Kommen beide von da oben runter. Und zwar ist es eigentlich, so wie letztes Mal auch. Oh Gott, ich werde gleich gebumst. Girls, just wanna get fucked. Oh, girls, just wanna get fucked. Na, na, na. Es geht einfach wieder über die Aktivität. Und zwar, wenn jemand schön aktiv kommentiert, dann rückt ihr auch in den Bereich... des Gewinnens. Natürlich zählt auch die Qualität der Kommentare, ja? Also sowas wie erster oder gutes Video bringt einen nicht weiter, ja? Sowas kann jeder schreiben, ohne ein Video gesehen zu haben. Da muss schon so ein bisschen was bei rumkommen, also in den Kommentaren, ne? Es ist hoffentlich klar. Wo seid ihr? Jetzt renne ich hier rum und finde keine Gegner. Das ist doch wohl eine Frechheit, oder? Das ist gerade mal alle über uns. Alle auf dem Dach. Wow. Ja, da ist mindestens einer auf dem Dach.
Der Türk! Dieser kleine Mäusespeck-Fanatiker, er wollte wieder auf mich warten. Ne! Ne! Ah, die Hyperbeast, die drückt mich wieder ein bisschen runter. Hm. Pass auf. Erstmal diesen kleinen rushenden Furzgesichtern, Nate ins Gesicht. So, jetzt bin ich auch so ein bisschen gespannt, ne? Oh, shit! Also kurzum, wer jetzt heute kommentiert und sagt, ich mach mit und dann nicht mehr am Schlüssel ist, kann auch nichts gewinnen. Ihr wisst ja, es geht wie immer um die Community. Und so ein einmaliger Kommentar oder nur zwei Kommentare und dann gar nichts mehr zeigen mir natürlich, dass das Interesse an der Community nicht da ist. Und das ist halt das A und O bei der ganzen Geschichte. Nein, nein. Ich bleib wieder bei der Schrotflinte stehen. Ich kann nichts mit diesem Scheißding. Die letzten beiden Skins sind übrigens die P250 Valenz und eine P2000 Turf. Ihr wisst jetzt, wie der Hase läuft. Schön kommentieren. Das Giveaway läuft wieder eine Woche. Und ihr müsst natürlich nicht, und das sage ich jetzt hier auch nochmal explizit, abonnieren, um gewinnen zu können. Ich will keine toten Abos, die dann nur wegen dem scheiß Giveaway abonnieren und sonst nichts machen. Wenn du ganz frisch bist und dir denkst, ja gut, seine Schrotflinten-Skills sind echt fucking behindert, dann kannst du natürlich... Dann kannst du natürlich abonnieren. Aber nicht von wegen, der macht Giveaway, ich abonniere, weil dann gewinne ich vielleicht. Wenn ich sehe, dass jemand abonniert, aber nicht kommentiert, dann ist er sofort automatisch auf Lifetime bei mir, bei meinen Giveaways gesperrt. Sowas ist so fucking retarded. Ich weiß, dafür könnt ihr eigentlich gar nichts, weil ja die ganzen behinderten Menschen sagen, this is my new giveaway, like and subscribe if you wanna win. Wie kann man auf so eine behinderte Idee kommen? Wer macht sowas wirklich überzeugt? So von wegen, ja, ich will ganz viele tote Abonnenten, ich will, dass niemand hier bei mir reinschaut. Ich will einfach nur, dass die abonnieren und dann weg sind. Da macht doch nicht mal dieses Wort Abo-Geilheit Sinn, weil die Leute, die abonnieren, ja gar nicht schauen. Sie müssen ja abonnieren, um irgendwie mitzumachen. Und das war's. Was bringen einem dann diese Abonnenten? Dann hat man 80 Millionen Abonnenten, lädt ein Video hoch und hat 3 Aufrufe, weil keine Sau da ist. Irgendwie voll durchgepeitscht. Naja, Achtung, ich zeige euch hier nochmal die Skins. Hier ist die AWP Phobos. Hier ist die UMP 45 Grand Prix. Das ist die CZ75 Imprint. Das ist die Desert Eagle Corinthian. Das ist die Glock 18 Ironwork. Und das ist die MAC-10 Carnivore. Darauf folgt die MP7 Armor Core. Und direkt die Cirrus. Dann haben wir hier noch eine P250 Valenz. Und zu guter Letzt die P2000 Turf für alle Grünliebhaber. Ihr wisst, wie ihr mitmachen könnt. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.